Für Gomez. Ja, für Gomez. Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Ausgabe der Gothic 1 Definitive Edition. Und ja, die letzte Folge endete ja damit, dass wir die große Anrufe des Schläfers durchgeführt haben. Dankeschön, Torus. Und bevor ich jetzt aber in den Ork-Friedhof gehe, will ich nochmal kurz mit Torus quatschen bezüglich Zweihandtraining. Und übrigens, ich kann auch Sold einfordern anscheinend. Wie sieht's mit meinem Sold aus? Cool, danke. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich möchte den Umgang mit dem Zweihänder lernen. Nun, dann gehen wir zuerst die Grundbegriffe durch. Halte das Schwert waagerecht. Um den Gegner mit einer großen Waffe anzugreifen, brauchst du viel Schwung. Hole mit der Waffe aus und schlage am besten direkt von oben. Meistens reicht das aus, um Gegner zu Boden zu strecken. Nutze den Schwung, wenn die Waffe unten ist, um direkt wieder nach oben zu schlagen. Seitliche Schläge lassen sich ausgezeichnet mit einem Zweihänder koordinieren. Damit hältst du dir die Gegner vom Hals. Das sollte erst einmal reichen. Übe das. Ach so, und ich kann diese zwei Lernpunkte, die ich noch habe. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen. Stärke nochmal. Lübelern. Zack. Jetzt haben wir 46 Siehst Stärke. Du? Okay, das heißt, wir sind jetzt uns dem Rossian 2 schon etwas näher gekommen. Das ist gut. Und wir können den Herrscherstab jetzt mal ausprobieren. Jetzt, wo wir die Kämpfe Anni haben, könnte es vielleicht besser klappen. Und ich würde jetzt mal zu Stone bzw. Skip geben und vielleicht nochmal gucken. Wir sind jetzt im dritten Kapitel. Vielleicht kann ich mir jetzt auch eine bessere Rüstung kaufen. Ja? Die leichte Gardistenrüstung ist super vom Style her. Ich mag die wirklich sehr. Aber eine mittlere Gardistenrüstung könnte vielleicht auch mir im Orkfriedhof weiterhelfen. Für Gomez. Um den einen oder anderen Schlag vielleicht mehr abzuhalten. Mal gucken. Für Gomez. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast. Ich sehe 3300 Erz, glaube ich. Ich möchte eine schwere Garderüstung. Nur die 20. höchsten Gardisten dürfen so eine Rüstung tragen. Und du bist noch nicht lange genug dabei, fürchte ich. Okay, wie sieht's mit der mittleren aus? Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug Erz hast. Ich möchte eine normale Garderüstung haben. In Ordnung. Hier ist deine neue Garderüstung. Lass sie dir nicht zu sehr von den Söldnern zerbeulen. Geiler Typ. Wir sehen uns! Das Ding. Ja, hat 10 bessere Werte. Jeweils bei Pfeilen und bei Waffen. Ist okay. Sieht auch ganz nett aus. Ja, für Gomez. So. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. So, der Boy hat auf jeden Fall Erz. Ist gut. Aber absolut keine Zweihandwaffen. Schade. Der Siegbringer bringt 46 Damage auf die Waage und kostet nur 460. Das ist ja fast geschenkt. Könnte ich nutzen, glaube ich. Oder? Warte mal, ich speichere das nochmal kurz ab. Wie viel Stärke habe ich? Ich habe 46 Stärke. Also doch, müsste ich nutzen können. Warte mal. Ich meine, der ist ja jetzt nicht teuer. Den kann ich zwischendurch kaufen. Das ganze Erz kann ich mir auch noch mitnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen was ausgegeben. Durch die Stärke 44, 46 Damage, yo. Ich habe aktuell gerade den Furchtbringer. Dann nehme ich mir lieber das Ding hier. Und dann verkaufe ich mal ein paar Sachen. Also den Furchtbringer würde ich jetzt verticken. Steinbrecher, Gardeschwert. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann alles weg. Boah, guck mal. Jetzt guck ich mal kurz, wie viel wir Erz da noch rauskratzen können. So. 760, alles klar. Ja, jetzt haben wir schon zu viel. Toll. Ah, diese komischen Nagelkeulen, die sind super viel wert, Alter. Crazy, crazy. So. Habe ich mir zwar noch ein hübsches Schwert hier gegönnt. Für den Fall aller Fälle. Und eine bessere Rüstung. Ist doch top. Jetzt sind wir auch im nächsten Kapitel. Jetzt gucke ich mal, ob der Magier hier vorne noch irgendwas Interessantes für mich hat. Der Toreth. Ah, hier.
Ich möchte Schriften über Magie erwerben. 200 Erz hat er, Kollege. Was hat denn der so für Zauber? Ja, also die Feuerbälle nehme ich, denke ich mal, alle mit. Die kann ich schon gut gebrauchen. Glaube ich auch jetzt auch für den Ork-Friedhof ist das, glaube ich, eine gute Investition. Ich glaube, ich verkaufe dir einfach meine alten Rüstungen. Und, ich glaube, das Erz kann ich mir auch noch zocken. Komplett. Und dann kriegt er von mir irgendwie so meinen alten Shit. Ja, sieht gut aus. Das Zeichen der Bruderschaft ist das ein bisschen zu viel wert. 12 Dietriche habe ich noch, okay. Eine leere Rune. Ich würde die tatsächlich mal behalten. Vielleicht kann ich die nochmal irgendwie für irgendwas nutzen. Boah, komm schon, irgendwas, was noch ein Erz wert ist. Komm, hier eine Fackel. Zack, viel Spaß. Gut. Habe ich hier erstmal ordentlich ausgebeutet. Mein Erz habe ich jetzt erstmal... Klar, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Erz verloren, das stimmt schon. Gerade durch den Kauf, durch die Rüstung, aber ich habe jetzt immer noch fast 3000. Gerade wenn ich die Beutel hier nochmal öffne. Ja, guck mal, 3000 Erz. Perfekt, so läuft der Hase. Wunderbar. Ja, neues Kapitel. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz... Für Gomez. Mit dem Baron hier quatschen. Vielleicht haben die neue Dialoge. Hallo, Freund. Freund ist mal also. Okay, krass. Hey, die scheinen aber, glaube ich, keine neuen Dialoge zu haben irgendwie. Kann ich Raven einen Bericht abgeben? Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut. Ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Das wundert mich. Toll. Aber immerhin 500 Erfahrungspunkte. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Das kennen wir schon. Lass mich mal durch! Lass mich mal durch! Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Na ja, gut, die haben jetzt, glaube ich, keine neuen Dialoge hier. Schade, schade. Irgendwie so eine kleine Nebenquest oder sowas innerhalb des Lagers, das wäre schon cool. Wenn er sowas, wenn Scar mir sagen würde, irgendwie, ja, es gibt da einen Butler, der versucht, eine Rebellion anzurotten in der Mine. Kümmer dich darum. Der ist aktuell gerade hier im Lager, finde heraus, wer es ist und so. So eine verdeckte Ermittlung irgendwie als Gardist im alten Lager unter den Butlern oder unter den Schatten oder so. Das würde sich super anbieten. Ja, also Issues, wenn du hier gerade zuschaust und du hast noch irgendwie Lust und Laune, noch eine Quest einzubauen. Ich glaube, sowas würde sich hier im alten Lager hervorragend eignen. Irgendwie, wenn du Gardist bist oder Schatten oder so, dass du eine verdeckte Ermittlung irgendwie noch durchführst. Oder als Schatten passt es vielleicht sogar besser als Gardist. Dass du quasi hier, ja, dann nochmal verdeckt ermitteln kannst, irgendwie eine Rotte Butler, die sich hier zusammen raufen für eine Revolte oder sowas und du musst das verhindern oder so. Also ich glaube, das könnte man ganz gut machen. So, interessant, guck mal, Einhand, kritischer Treffer 40%, aber auch als Zweihänder habe ich 40%, obwohl ich da nur Kämpfer bin. Sehr interessant. Das hätte ich dir vorher sagen können. So, ich glaube, meine Rüstungswerte sind jetzt ganz nice. Und wir sind ja jetzt auch in einem neuen Kapitel, das bedeutet, ich könnte jetzt auch nochmal den Weg zurücklaufen ins Sumpflager und nicht einfach jetzt einen Cut machen und mal schauen, ob neues Viehzeug jetzt gespawnt ist irgendwie im Wald, welches ich verdreschen könnte. Oder ich nehme einfach den erstbesten Butler, der mir jetzt hier über den Weg läuft, den ich mal kurz vermöbeln kann. Tada, tada. Das ist wirklich nie mein Problem. Hat da auch jemand geschrieben irgendwie in den Kommentaren, dass man, dass ich doch auch einen Zweihänder schmieden könnte. Aber ich habe mich nicht auf das Schmieden fokussiert, also. Ich habe keinerlei Schmiede-Perks gelernt, dementsprechend. Ist das jetzt nicht der Fall? Du hast dich ziemlich schnell nach oben gearbeitet. Gut gemacht, Mann. Nicht so viel Quatsch. Genau das habe ich auch gesagt. Schön. Guck mal, du bist doch ein geeignetes Testobjekt, um jetzt mal neue Kampffähigkeiten auszuprobieren. Mich fragt, das ist wirklich nicht. Wenn du jemand verprügelst, der unter meinem Schutz steht, hat. Oh.
Okay. Interessant. Also das ist anscheinend noch verbuggt. Sehr schade. Offensichtlich ist es verbuggt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ja, es ist anscheinend buggy. Ich habe hier zum Glück gespeichert, also ich könnte mal neu laden. Aber ich habe ja gerade neu geladen. Lul. Okay, Leute, es gibt anscheinend ein Problem. Ich glaube, wir können kein Zweierntalent lernen. Ich glaube, das ist verbuggt. Die Animationen werden nicht ausgeführt. Das ist immer noch die Anfänger-Anni hier. Shit. Oh, Kurva. Ist jetzt aber ärgerlich. Ich probiere es nochmal. Ich möchte den... Weil wenn das nicht geht, dann gehe ich nicht auf 200, Leute. Das wären verschwendete Lernpunkte. Nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Mist, was mache ich denn jetzt? Das wären 70 verschwendete Lernpunkte, wenn ich jetzt nochmal die Meister-Anni versuche zu lernen. Aber wenn das dann auch nicht geht, wenn ich dann immer noch in der Anfänger-Anni bin, dann habe ich 70 Lernpunkte vergeudet. Das mache ich nicht, Leute. Das ist schlecht. Okay, Leute, es ist Planänderung. Es geht nicht anders. Ich muss auf 2 Hand verzichten. Weil wenn die Animation nicht richtig angezeigt wird, dann ist das schlecht. Was ich jetzt nochmal machen könnte, ist... ich nehme den Safe mal und ich starte einfach mal das Spiel neu. Vielleicht ist es nur ein Bug, den ich beheben kann, wenn ich das Spiel vielleicht neu starte. Ich probiere das mal kurz. So, schauen wir mal. Ich habe jetzt mal das Game kurz neu gestartet. Mal gucken, ob es jetzt geht. Nee. Okay, Leute, Planänderung. Wir verzichten auf Zweihandkampf, weil das Risiko kann ich jetzt nicht eingehen. Ich kann jetzt nicht irgendwie 10 Stunden weiterspielen, nur um zu gucken, ob ich vielleicht als Meister dann auch die Meister-Anni habe. Das kann ich jetzt nicht riskieren, weil das wären ewig viele Spielstunden, die ich dann jetzt vergeuden würde. Das ist jetzt kritisch. Also, es tut mir leid, Leute, ich kann das jetzt nicht riskieren, jetzt 70 Lernpunkte zu vergeuden. Klar, ich könnte mir die im Nachgang auch nochmal neu cheaten, aber das will ich ehrlich gesagt nicht machen. Deshalb, ich muss das jetzt so, wie es jetzt ist, entscheiden, dass wir jetzt einfach auf Einhand bleiben und Magie dann als sekundäre Kampfart dann nutzen. Jetzt, das geht jetzt nicht anders. Wie sieht's mit meinem Sold aus? Okay, gut, Leute. Ich spiele das nochmal ganz kurz nach, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade war am Tor, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt nochmal kurz die Handel durchgezogen, die ich jetzt gerade schon getätigt hatte, und habe jetzt auch die Rüstung nochmal und dieselbe Waffe gekauft etc. Habe nochmal kurz mit Raven gequatscht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage in den Raum, was machen wir jetzt mit den Lernpunkten? Ne? Also wie verfahren wir jetzt mit den Lernpunkten? Also wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Da muss ich jetzt mal überlegen, wie ich es mache. Also wir haben natürlich jetzt die Wahl, wir könnten diese 32 Lernpunkte natürlich alle weiter konsequent in Stärke investieren. Oder aber wir gucken mal, dass wir das noch in Mana und Kreise jetzt vielleicht stecken. Weil wenn wir jetzt natürlich kein Zweihand mehr sparen, die Lernpunkte, dann könnten wir das auch genauso gut jetzt in Magie packen. Fände ich vielleicht sinnvoll, ne? Meine Magie habt ihr ja als zwei sekundäre Kampfart abgestimmt, und da jetzt Zweihand wegfällt, wird Einhand jetzt einfach Fokus Nahkampf sein. Und wir werden dann jetzt Magie nebenher nochmal machen. Ich denke mal, ich werde jetzt... Solange ich damit nichts zu tun habe... Ich weiß nicht, kann ich denn Runen kaufen? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Nee, der hat gar keine Runen, die ich kaufen könnte. Also macht es ja auch eigentlich keinen Sinn, auf Kreise zu gehen. Erstmal, oder? Wir machen mal Kreis 1 und ein bisschen Mana. Lehre mich den ersten Kreis der Magie. Der erste Kreis des Feuers erlaubt es dir, Runen, die du erschaffen hast, anzuwenden. Für jeden der Kreise gibt es ein Buch, in welchem die Zauber des Kreises erklärt werden. Studiere sie genau, denn Wissen bedeutet Macht.
Nimm das Buch des ersten Kreises und lerne, das Feuer zu verstehen. Stimmt, ich muss mir die Dinger selber bauen. Ich kann mir die nicht kaufen. Toll, er hat mir das Buch gar nicht gegeben. Das ist ja toll. Hi. Pass auf, ich kaufe mal das Buch über den ersten Kreis. Ich möchte Schrift. Dritte, zweite, der erste. Komm, ich kaufe mir gleich mal die ersten drei Bücher. Und zahl dafür jetzt mal. Also erstmal kriegt er jetzt so Sachen, die ich nicht brauche mehr. Eine sorgfältig angefertigte Karte, okay, die behalte ich mal noch. Gewandheitsringe können weg, Schutz vor Waffen kann eigentlich auch weg. Und ich glaube, ich verkaufe jetzt auch die Zweihänder, weil die brauche ich ja jetzt nun nicht mehr. Kann ich eh nicht nutzen mehr, also. Das brauche ich nicht mehr, ist sinnlos. So, außer die Spitzhacke behalte ich noch und den schweren behalte ich mal auch noch. Oder den leichten Zweihänder. Und ja, hier kommen Zähne, den Schmarrn. Eine leere Rune ist jetzt natürlich gut, die brauche ich jetzt natürlich, um jetzt vielleicht schon direkt eine Rune bauen zu können. Wobei ich natürlich ganz gerne auf den Feuerball schon abzielen wollte. Aber ich glaube, Feuerball wird zweiter oder dritter Kreis wahrscheinlich sein. Der erste Kreis. Es gab erstmal 50 Erfahrungspunkte, okay. Feuerpfeil haben wir hier bloß drin. Licht und Feuerpfeil. Okay, was haben wir im zweiten Kreis? 100 Erfahrungspunkte. Feuerball ist hier drin. Jawoll. Alle Zauber werden durch die magische Energie des Anwenders ausgelöst. Der Anwender wird als Magier bezeichnet. Dankeschön. Jede Aktivierung eines Zaubers kostet den Magier einen Teil seiner Kraft. Diese bezeichnet wird als Mana bezeichnet. Dieser Zauber bringt Heilung, Eispfeil, Feuerball. Ja, okay, aber hier steht jetzt keine Zutaten drin, die ich brauche, um das Ding zu schaffen. 150 Erfahrungspunkte, Feuersturm, Kugelblitz, Eisblock. Hallo. Darf ich denn einfach rein? Ja, okay, anscheinend kein Problem. Vielleicht gibt's ja hier einen Runentisch. Ein Runenschmelzer. Damarok ist hier am Start. Hier haben wir noch einen Foliant. Balsam des Sehens, okay. Also ein Runenschmelzer, das klingt für mich, als ob man fertige Runen einschmelzen kann und neue Runenrohlinge rausbekommt. So klingt das für mich. Drago. Ah! Unterrichte mich. Sehr gerne. Nun, da du den ersten Kreis der Magie beherrschst, sollte es nicht allzu schwer sein. Runen erschaffen Stufe 1. Vielleicht später. Okay, warte mal, ich lerne einfach mal aus Spaß den zweiten Kreis. Vielleicht kann ich mir direkt einen Feuerball... Ach, hier ist ein Runensockel. Vielleicht kann ich mir direkt einen Feuerball bauen. Das wäre natürlich nice. Hallo. Wenn ich eine Feuerballrune hätte, wäre das natürlich eigentlich gar nicht so schlecht. Lehre mich mal direkt den zweiten Kreis. Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Tritt nun in den zweiten Kreis und lerne, noch mächtigere Zauber zu wirken. Doch bedenke auch, dass du eine Verantwortung trägst. Er zeigt dir die Richtung, doch deine Taten formen den Weg. Ich habe dich nun alle Kreise gelehrt, die ich weitergeben kann. Okay, bei wem muss ich mich melden, wenn ich mehr lernen möchte? Hast du einen dritten oder was? Lass mich mal durch. Hallo. Hi. Okay, pass auf, dann, ja, ich habe ja noch ein paar Lernpunkte übrig. Genau, 17 habe ich noch, das sollte also passen. Vielleicht können wir uns ja jetzt schon direkt einen Feuerball bauen, das wäre ja schon ganz cool. Unterrichte mich. Sehr gerne. Nun, da du den ersten Kreis der Magie beherrschst, sollte es nicht allzu schwer sein. Runen werden in zwei Schritten hergestellt. Zuerst musst du am Runenschmelzer einen leeren Runenstein anfertigen. Nehme das Herz und halte es mit einer Schmiedezange in das Feuer. Das flüssige Erz läuft dann in die Form und schon hast du einen leeren Runenstein. Im zweiten Schritt bindest du die magischen Kräfte einer Zauberspruchrohle in den vorbereiteten Runenstein und erhältst so eine fertige Zauberrohle. Nimm den leeren Runenstein, gieß den Zauber auf der Spruchrohle und fokussiere deine Gedanken dabei auf den Stein im Runenkreise. Ein Teil deiner eigenen Mana wird den Zauber in den Runenstein binden. Allerdings gibt es da einen Effekt, den du kennen solltest. Um Dauerhaftes zu schaffen, muss Dauerhaftes gegeben werden.
Das bedeutet, dass deine Mana, die du in den Runenstein fließen lässt, dauerhaft verloren sind. Okay, ich verstehe. Man hat also darauf verzichtet, die ganzen Zutaten wie Schwefel, Pech und so weiter damit reinzusetzen, sondern man muss quasi, braucht nur eine Spruchrolle und man muss einen gewissen Beitrag Mana spenden, damit diese Rune dann erschaffen wird. Okay. Unterrichte mich. Sehr gerne. Nun, da du den... Stufe 2. Wobei, ich weiß nicht, reicht das jetzt schon? Stufe 1, Stufe 2? Ich weiß nicht, probier vielleicht mal. Später. Vielleicht kann ich ja jetzt schon einen Feuerball bauen. Ich probier's mal. Wobei, ich glaube, ich muss für jeden einzelnen Kreis dann auch die einzelne Stufe womit lernen. Denn? Ich habe keine Schmiedezange. Oh, fuck. Riecht das denn jetzt, ja? Vielleicht auch bei Damarok. Bei Torres. Tut mir leid, Leute. Ich wollte eigentlich in Orkfriedhof gehen, die Folge, aber es hat mich jetzt irgendwie aufgehalten hier. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Okay, wahrscheinlich kann ich auch eine Schmiedezange von Stone kaufen. Stone, ich meine jetzt hier Puno. Ah, der hat nämlich keine tatsächlich. Okay, dann gehe ich mal kurz nochmal zu Puno. Das ist ja kein Thema. Der wäre jetzt der erste und einzige, der mir ehrlich gesagt einfällt, um eine Schmiedezange irgendwo herzukriegen. Ich habe auch gesehen, im Haus der Erzbarone gibt es noch zwei Räume, wo ich die Kisten noch nicht geplündert habe. Das werden wir auch noch machen. Ich glaube, das mache ich jetzt alles in dieser Folge hier. Ist jetzt nicht das, was ich wahrscheinlich erwartet habe, dass ich die Folge mache. Aber gut, hey, ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, uns rennt die Zeit ja nicht davon. Ich meine, wir haben ja alle Zeit der Welt. Und deshalb genießen wir auch jede Sekunde. Gut, das Spiel anscheinend nicht. Es ist abgestürzt. Belassen. Dann bis gleich. So, jetzt hoffe ich mal, dass Huno eine Schmiedezange hat. Ich meine, als Schmied sollte er auch eine Schmiedezange besitzen. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Jo, der hat eine. So, teuer. Ist sehr, sehr teuer. Naja, wobei 50 Erz, das geht schon. Gucken wir mal. Ermöglicht kurzzeitig das Springen. Das ist das Bier von Ian. Das ist natürlich cool. Verkauft dem mal ein paar Bier, da würde er sich freuen. Und ein paar Pilze für den Kick bei der Arbeit. So. Dann habe ich jetzt eine Zange. Ich frage mich ja, wie viel Mana man geben muss, um so ein... Du hast ziemlich schnell kapiert, wie es hier läuft. Willkommen bei der Garde. Und wenn du schon einmal hier bist, habe ich auch schon eine neue Aufgabe für dich. Aber jetzt darfst du dich mit den Butlern rumschlagen und Schutzgeld einsammeln. Ich gehe erstmal in die Burg und trinke ein Bier. Wir sehen uns. Okay, das ist sehr cool. Sehr geil. Ich könnte dem Erz stehlen, aber ich will es dem ja also als Schutzerz abnehmen. Kriege ich Erfahrungspunkte. Okay, cool. Mache ich das jetzt in dem Viertel hier oder muss ich da auch durchs ganze Lager gehen? Das ist die große Frage. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du hast gewonnen. Schon gut. Es geht doch. Voll gut. Für Gomez. Na, mein Freund? Schon gut. Es gehört dir. Das ist ja cool gemacht. Das ist echt geil gemacht. Ja, sowas meinte ich halt, ne? Was ich vorhin gesagt habe. So einfach noch so eine Quest. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du hast gewonnen. Schon gut. Das geht doch. Butler noch übrig. Okay, cool. Aber behalte ich dann das Erz oder muss ich das irgendwo abgeben? Das ist jetzt die nächste Frage. Das steht vielleicht im Tagebuch. Muss gleich mal gucken. Für Gomez. Achso, nee, hier, anscheinend hier nicht, ne? Ich muss das für wirklich Gomez. Im Arena-Viertel muss ich offensichtlich Erz sammeln. Okay, aber interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt erstmal eine Rune bauen. Und, vielleicht noch, ich glaube, ich werde die restlichen Lernpunkte nochmal in Mana investieren, damit ich auch wenigstens 3-4 Feuerbälle abfeuern kann. Sporal haben wir ja schon. Die werden wir, denke ich, erstmal alle aufbrauchen auch. Ah, ist echt cool. Also, Schutzerz sammeln als Gardist ist schon geil. Gefällt mir. Hallo. Gut, schauen wir aber erstmal, ob ich jetzt schon den Feuerball bauen kann oder ob ich wirklich Stufe 2 nochmal Feuer lernen muss. Okay, krass. Ich kann schon alles machen. War nicht besonders schlau. Nee,
doch nicht. Okay, nee, ich bin nur die ersten zwei, Ah, okay, also es gibt anscheinend drei Stufen. Die erste Stufe ist Kreis 1 und 2, die zweite ist 3 und 4 und die letzte ist 5 und 6. Wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, finde ich okay. Geil, Feuerballrune aufgeladen. Ein Mana-Punkt hat das bloß gekostet. Finde ich gerecht. Cool. Sehr cool. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine Feuerballrune, die ich nutzen darf. Das ist ja super. Mana kosten maximal 10 bloß tatsächlich. Ach, cool. Da kann ich es also zweimal abfeuern, theoretisch. Ich müsste noch 20 Mana haben. Jo. Leute, ich stehe 21 von 20 Mana. Ja, aber ich würde jetzt... Hallo. Ich würde jetzt natürlich nochmal die restlichen Lern 12, die ich jetzt noch habe, in Mana investieren. Nee, nicht du. Du. Gib mich mal noch Mana. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Jetzt haben wir 30 Mana. Cool. Können wir drei Feuerbälle abschießen. Du bist schon besser geworden. Und die anderen zwei Lernpunkte, die ich jetzt noch habe, die kann ich nochmal in Stärke ballern. So wie ich das ja vorhin auch gemacht habe. Das passt schon. Wahrscheinlich hast du recht. Voll cool. Jetzt sind wir quasi so ein... Ja, so ein Paladin-Verschnitt. Also nur für Gomez. Ja. Für Gomez. Für Gomez. Ja, und der Feuerball macht ja auch gar nicht mal so wenig Schaden, muss man ja mal bedenken. Ne? Wir haben einen Schattenläufer gewonnen mit einem Feuerballspruch und einem Zauber. Das ist schon... Kannst du mich trainieren? Wenig. Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbesserst. Siehst du? Du bist schon besser geworden. Ja, gut. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für den Orkfriedhof. Ach, hier steht jetzt auch. Runen erschaffen Lehrling. Zaubern, zweiter Kreis. Cool. Gut, aber erstmal mache ich noch natürlich die Schutzerznummer hier zu Ende. Im Arena-Viertel. Tja, ist hier nur die Frage, darf ich das jetzt behalten? Vielleicht habe ich die Sache mit dem Schutzerz aufs Auge gedrückt. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Ich finde, es gibt schlimmere Jobs, als Butler zu schikanieren. Ich wundere. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ja. Also, doch anscheinend schon, aber ich glaube, du bist nicht Teil dieses Viertels. So, euch zwei habe ich schon ausgenommen. Ich habe was anderes. Guy kann ich irgendwie nicht zur Kasse beten. Bitten? Nö. Es müssen wahrscheinlich so namenlose Butler sein. So, liebe Männer. Für Gomez, drück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du hast gewonnen. Schon gut. Das geht doch. Drück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du hast gewonnen. Schon gut. Das geht doch. Weißt du, so Bloodwyn und Jekyll, die sind so super subtil. So, ja, wir sind deine Freunde, wir wollen auf dich aufpassen. So. Und ich so, drück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Ja, genau so. Panik. Hast gewonnen. Das nächste Mal zahlst du pünktlich, klar? Oha! Ich glaube, das ist sogar eine Quest, die Cut Content ist. Ich glaube, das hat man sogar damals aus... Nee, die Quest gab's nicht im Hauptspiel von Gothic 1. Für Gomez. Na, das mein Freund? Schon gut, das gehört dir. Also das sind jetzt alles Lines aus Gothic 2, aber dieser eine Satz gerade, das nächste Mal zahlst du pünktlich, das ist definitiv kein Sprachbot gewesen. Das war safe, organisch eingesprochen von Christian Wewerka. Für Gomez. Also vielleicht ist das auch Cut-Content, der es in Gothic 1 nicht mehr geschafft hat. Drück die Kohle raus oder ich schlage dir die Zähne ein. Keine Panik, hast gewonnen. Das nächste Mal zahlst du pünktlich, klar? Genau der Satz, der ist nicht irgendwie organisch mit dem Drück die Kohle raus oder ich schlage dir die Zähne ein. Nicht aufregen, du hast gewonnen. Das geht doch. So, das gab jetzt einen Tagebucheintrag. Okay, ist erfüllt. Ja, ich sage mal, das Schutzgeld hat funktioniert. Und vor allem, ich darf das Geld behalten, das ist ja noch besser. Geil. Was ist denn nächtliche Geschäfte? Ach ja, hier, da muss ich... Also, es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass der Bandit irgendwie Bruce heißt. Es gibt einen Bandit, der Bruce heißt. Da werde ich mich nochmal im neuen Lager umsehen müssen. Aber in dieser Sache würde ich jetzt erstmal sagen,
Für Gomez! Jetzt hier erstmal alles erledigt und wir werden in der nächsten Folge im Sumpflager weitermachen und dann Richtung Orkfriedhof aufbrechen. Da würde ich mich wieder freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid, wenn es wieder heißt Gothic 1 Definitive Edition Alpha 2.0.2. Bleibt gesund, lasst gerne ein Like da, folgt mir auf Twitch und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.